Zurück zu Pokémon Blattgrün, meine lieben Freunde. Das letzte Mal haben wir den Bärenforst betreten. Und ich habe ziemlich gefällt, darin euch die Pokémon vorzulesen, die hier vorkommen. Denn es sind eigentlich ziemlich coole. Seht ihr ein Omot? What the fuck? Ein Omot? Ja, ja. Also, Pokémon, die hier vorkommen. Also mit Taboga habe ich immer nicht gelogen, weil ich wusste, dass hier ein Taboga noch vorkommt. Und von daher war das immerhin einigermaßen richtig. Taboga gibt es hier. Wie habe ich das erstmal schon gesagt, das ist lustig, wenn man das mit dem Vatania-Wald in Betracht zieht. Es gibt hier ein Feuerrot Duflor oder Blattgrün Ultrigaria, außerdem natürlich Mirapla und Knofensa in den jeweils passenden Editionen und exklusiv auch hier Enton und Flegmon. Enton zu Feuerrot, Flegmon zu Blattgrün ist mittlerweile klar. Dafür gibt es hier aber auch Owei, den gibt es ja sonst nur in der Safari-Zone und Owei ist ein sehr gutes Pflanzen-Psycho-Pokémon, den man sich durchaus mal überlegen kann. Zudem in beiden gibt es Taubsi, Blutzug, Traumato, Omot und zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit Hypno. Ja, das wär's soweit. Ihr merkt ziemlich viele coole Pokémon hier, die man fangen kann. Die man auch so wenig im Spiel bekommt. Das ist cool. Und auch hier, wenn man surft, Chancen auf Enton und Entoron in Feuerrot und auf Flegmon und Lamus in Blattgrün. Mit der Superangel hat man die gewohnten Standard-Pokémon, wobei diesmal Golking auch eine fangbare Option ist, neben Gyarados, also die steht einem offen. So, ich glaube, ich surf mal hier runter. Es müsste ein bisschen schneller gehen, oder? Weil, also ihr seht schon, dass das hier ein bisschen verzweigt ist manchmal. Und vielleicht noch ganz schnell zum, ja, zum Nachtrag. Der Ort, also die Buntbrücke, die ich euch davor erzählt habe, die hatte auch andere Pokémon, als ich euch erst angegeben habe. Das tut mir aufrichtig leid, da komme ich gleich noch zu. Nämlich vor wilden Pokémon nach, die Bären lieben. Okay. Was soll ich dann wohl machen? Hi, bist du Irma? Wie immer. Oh, hilf mir bitte. Ein angstgefüllstes Pokémon ist doch vor kurzem aufgetaucht. Das war so gruselig. Es hat Irma Angst gemacht. Redest du von dir in dritter Person? Weißt du, wie oft ich meinen Namen schon gehört habe in diesem Spiel? Da dachte ich, es sei besser. Ah, macht Sinn. Ich bin zu gefangen, um mich zu bewegen. Aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein, verschwind, das macht mir Angst. Ah, ich will zu meinem Papa. Oh mein Gott, ein gruseliges Hypno. Und das passt zu seinem Pokédex-Eintrag. Denn wenn man sie da mal durchliest, ist er eigentlich richtig krass. Und zwar ist Hypno ein Pokémon, was kleine Kinder hypnotisiert und dann entführt. Kein Scherz. Aber ich bringe es mal um, weil man Hypno ja endlos oft fangen kann. Also da. Oh, das war so gruselig, dankeschön. Immer wollte ich hier Bären pflücken. Das ist für dich. Japa-Bäre erhalten. Wie heißt du? Caleb. Irma ist so verängstigt. Bringst du mich nach Hause? Jo. Okay, lass uns nach Hause gehen. Ja, wir hätten hier theoretisch auch im Wald rumsuchen können, aber da gab es eh nichts mehr. Du hast also Irma gerettet? Wie kann ich dir danken? Irma, Schnucki, Puck, verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Ist schon gut, Papsi. Ich habe mich mit Caleb angefreundet. Er ist voll cool. Darf ich jetzt kostenlos spielen? Nö. Aber, du hast da was für mich, sehe ich. Achso, ich sollte noch was ge... Oh, stimmt. Warum wusstest du, dass ich seltene Gesteine liebe? Ah, Zufall. Du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht. Ja, schön. Ich gebe dir deine Tochter, ich gebe dir den Meteoriten. Achso, der ist von Bill. Och, ich dir meinen Dank aus. Du warst einfach fantastisch, das ist für dich. Mondstein! Es gibt in Kanto überall Mondsteine. Ich möchte kostenlos hier mitspielen dürfen. Nö, aber sie ist gleich hier geöffnet. Bring einen Freund zum Spiel mit. Ich habe keine Freunde. Wir haben bald einige Spielchen für dich. Ja, das kann man dann nur mit Wireless Adapter machen. Das geht sowieso nicht. Und ja, warum ich sagte, dass man hier warten sollte. Wenn man Irma nämlich gerettet hat. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für die Rettung von Irma bin. Dank dir haben die Einwohner von Tree Island ihre Meinung über die Menschen aus Kanto geändert. Und ja, hassen sie nicht mehr. Und ich komme aus Kanto. Und deswegen kommen die Leute endlich bei mir ein. Die Wunder von Tree Island haben mir bei der Warenzusammenstellung geholfen. Ja, es gibt hier neue Sachen. Ihr seht schon. Haben wir Hyperball und Sprudel.
was dazugekommen ist. Wir müssen halt ein bisschen was kaufen. Ich kaufe nochmal 5 Sprudel, damit sich sein Warensortiment auch später noch erweitert. Aber für den Moment, ja, soll das so passen. So, hier Kapkante. Moment, habe ich Unkraut im Team? Ja, habe ich. Komm, komm, komm. Tim! Aber ja, also die Pokémon, die ich das letzte Mal aus Versehen genannt habe, waren eigentlich hierfür. Also ganz kurz nochmal, das waren Miraplug, Duflor, Clefensa, Ultrigaria, also ja, Feuerrot, Blattgrün halt, Enton, Enteron, Feuerrot, Fleckmon, Lamus, Blattgrün, Ibitak, Mauzi, Snobelicat. So, soweit dazu. Und dann, ja, komme ich gleich zu weiterem, gleich, denn wir sind hier jetzt so gut wie fertig, was unseren ersten Durchlauf durch die Inseln angeht. Nein, ich wollte B, Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse perfektioniert. Aber wird sie in Zukunft von Ihnen niemandem eingesetzt? Das Bisaflor! Oh, das Pokémon. Das Bisaflor ist erlernens bei der Attacke würdig. Lässt du es zu? Oder Bisaflor vor der Statue lernen? Nö. Wie du jetzt sagst, ich lasse mich davon nicht abbringen. Ja, ich wollte euch nur die Reaktion zeigen. Ich brauche Fauna-Statue. Die Fauna-Statue ist im Prinzip Hyperstrahl mit Elementen. Dass wir die Starter lernen können. So, da komme ich sogar ohne Kaskade runter, lustigerweise. Aber ja, es ist im Prinzip wirklich nichts Besonderes. Fauna-Statue, das Einzige, was es einem erlaubt, ist, wie gesagt, 140 Stärke. Ja, okay, das ist cool. Aber man muss eben danach eine Runde aussetzen. Das ist einfach immer ungeschickt. Ja, man eine Runde, in der Gegner einfach prügeln kann. Und ich meine, klar, man hat dafür einen sehr mächtigen Angriff, aber das sind Sachen, von denen ich in der Regel kein Fan bin. Übrigens, was das hier bedeuten soll, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann mir das jemand von euch beantworten. Ich weiß es nämlich nicht, ob das nur zum Troll da ist oder was das genau zu bedeuten hat. Aber ja, kurz nochmal dazu zurück. Dings, bei der, genau, bei der Bundbrücke. Die Pokémon, die es da gab, waren eben Taubsi, Tauboga, Miraplug, Duflor, Feuerrot, Clefensa, Ultrigaria, Blattgrün, Enton, Feuerrot, Fleckmon, Blattgrün und Blutzug, Mauzi, Snobelicat. Das hatte ich das erstmal eben alles verwechselt, was mir wie gesagt sehr leid tut, aber ja, Sevi Islands, Arrivederci. Also zumindest vorerst, wir sind hier erstmal durch, war cool. Island 3 hat mir tatsächlich auch am besten gefallen. Auch wenn, Island 3 und Island 1 sind beide relativ cool. Bei Island 1 war halt der Glutberg extrem cool. Island 3, ja, da hatte ich, finde ich, was die Häusergestaltung und was die Trainerklassen angeht, so am meisten Abwechslung. Aber beide waren ganz gut, würde ich mal soweit sagen. So, gut, dann heilen wir jetzt noch und dann ist es Zeit, uns mit Bill zu unterhalten. Da, wir haben uns jetzt nicht lange aufgehalten, aber keine Sorge. Wir kehren hier noch zurück. Früher oder später. Hey, die sind fertig. Oh, hallo Caleb. Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Kann man so sagen, ja. Wir haben es geschafft. Die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Silo, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Silio, wir sehen uns. Caleb, es tut mir leid, dass wir dich heute... Moment, war das jetzt Silio? Caleb, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein andermal zeige. Ja, das war sehr sinnvoll, hier hinzugehen. Nicht ein bisschen was machen zu lassen, um mich dann wieder mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, warum. Das war eine lange Fahrt, oder? Ja, es waren... Ah, es war eine ganze Sekunde. Boah, krass. Mein Kamerad Silio scheint deine Gegenwart aber genossen zu haben. Ich bin sicher, würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Tripass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Orania City zu ihm fahren. Danke für die Begleitung. Okay, aber Bill, sag mal... Bill? Ja, der ist wohl weg. Ja, so können wir wohl doch nicht mehr mit ihm reden. Okay, jetzt muss ich aber ein Machtwort sprechen und muss Lauch wiederholen, denn ich muss fliegen können. Was aber nicht weiter schlimm ist, da ich jetzt erst einmal Krabi ablegen kann. Hey, meine drei legendären Vögel. Sieht man schon so einen leichten Unterschied. Wobei, eigentlich müsste Lavados näher da sein.
Okay, die sind sehr komisch geordnet, stelle ich gerade irgendwie fest. Sehr komisch. Ja, wie machen wir das? Ich lasse Nidoqueen hier. Zwar wäre Nidoqueen für den... Also... Nidoqueen für die nächste Arena wäre nicht so vorteilhaft, deswegen lasse ich sie hier. Und am vorteilhaftesten ist hier Slowqueen und Unkraut. Aber Unkraut ist schon zu hoch gelevelt. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht noch zusätzlich supporten. Für Vulnona wird es nach wie vor ein bisschen schwieriger. Weil, naja... Ich meine, Feuer ist eigentlich ein starker Typ, aber Pflanzen-Pokémon kommen hier irgendwie sehr wenige vor, noch Käfer-Pokémon. Aber gut, Zeit nach Vertania City zu fliegen. So. Yay! Auch wenn ich nicht mit Eonflöte unterwegs bin, was schade ist. Aber gut, jetzt können wir endlich hier schauen. Der Erinnerer von Vertania City ist zurück! Ach so? Vertania City Pokémon Arena. Keine näheren Informationen dazu. Sehr ungewöhnlich, wie wir sehen. Gehen wir rein. Hi Guido. Ey, warte, der Champion ist spiel. Ich habe mal nicht die Identität des Arena-Leiters von Vertania City. Ist das nicht irgendwie in Internetprotokollen eingetragen? Das Spiel kam 1996 raus. Da wurde alles noch per Hand geschrieben und das war alles unter Verschluss und... Das war nicht besser von allen Arenas und der gefährlichste. Der Trainer hier setzt gerne Boden-Pokémon ein. Ich finde es aber relativ symptomatisch, wenn man sich das hier anschaut, denn ich hatte ja schon mal spekuliert, ob man den Status als Arena auch aberkannt bekommen kann. Und hier ist es ja tatsächlich so, dass der Erinnerte hier ewig lang nicht da war, trotzdem seine Arena nicht aberkannt, also sein Status nicht aberkannt wurde und in Pokémon Gold, Silber und Kristalle ja durch Blau ersetzt wurde, der auch ewig lang nicht da sein konnte und trotzdem den Status behalten hat. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das sozusagen als stärkste Arena gilt, die direkt nach der Anfangsstadt Alabaster kommt, was halt viel Sinn macht, aber ja, als stärkste Arena gilt und da auch immer der stärkste Arena-Leiter drin ist im ganzen Spiel. Weiß ich, ob das daran liegt? Oder ob es einfach daran liegt, dass wirklich in Kanto es einfach keine Konkurrenz gibt. Weil wenn man sich die Regionen ab Kanto anschaut, die sind so groß, dass es auch mehrere Städte ohne Arena gibt. Auch größere Städte, wo sie sowas zum Beispiel anbieten würde. Zum Beispiel nehmen wir mal Höhen. Graffitport City. Riesige Stadt, aber keine Arena. Dafür Faust, so eine kleine Stadt wie Faustau Hafen Arena. Ich kann mir vorstellen, wenn da Camillo mal irgendwie von der Welle verschluckt werden würde und ewig da nicht kommen würde, würde sich irgendwann Graffitport City sagen, wisst ihr was, Leute? Wir machen eine Arena auf und der Typ kann einpacken gehen. Ich weiß nicht, ob man sich da freiwillig abmelden muss, so wie Mike Collin und Benny es getan haben. Und damit praktisch eine andere Arena dann das Ruder übernehmen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade bei so einer größeren Konkurrenz eher möglich ist. Und hier eben, ja, wahrscheinlich eher nicht, würde ich sagen. Weil, ich meine, es macht schon Sinn, wenn man sich das hier überlegt. Es gäbe nur, die einzigen Städte, die ja sonst keine Arena haben, sind Lavandia und Alabastia. Ich meine, dass Alabastia längst nicht genug Einwohner hat, um eine Arena zu stemmen, sollte klar sein. Da würde niemand auch nur mit Ferrissen auf die Idee kommen. Und Lavandia, da geht eh kein Mensch hin, weil jeder Schiss hat. Und auch dort wäre eigentlich kein Platz dafür. Also, ja, von daher macht es schon Sinn, dass der Arena von Vitalis dem machen kann, was er will. Ohne dass ihm jemand seinen Arena-Platz streitig macht, was glaube ich ja wie in anderen Fällen... ich glaube, da könnte es schon problematischer werden. Aber das sind einfach so Überlegungen immer wieder, die man dann, ja, die man ins Feld führen kann. So, was ihr gesehen habt, ist, dass die Arena hier so ähnlich funktioniert wie das Team Rocket Versteck. Und was ich damit meine ist, ihr habt hier diese Fallen gesehen. Beziehungsweise, Quatsch, nicht Fallen, sondern diese Bewegungsmechanismen, wo man sich dreht und bewegt, wenn man drauf tritt. Und ja, so läuft das hier im Prinzip. Also, so kann man sich durchsuchen. Das ist sowas ähnliches, hat man ja in Pokémon X dann auch wieder geholt. Da fand ich es aber irgendwie, als ein Team Blaster versteckt, fand ich das teilweise ein bisschen nervig, wenn ihr euch noch erinnert. Hier geht's. Und während ich hier so spiele, glaube ich, kann ich mal wieder ein paar Fragen so nebenher beantworten.
Weil ja, ich muss ein paar Trainer erledigen. Ich kann auch noch mein Fazit zur Arena abgeben. Es müssen bisher nicht viele Fragen sein. Eine Frage, die ich bekommen habe, warst du mal vor, noch einen Pokémon der 4. Generation zu LP'en? Ja, habe ich. Und zwar das nächste Pokémon-Spiel, was ich machen werde, wird Pokémon Pearl sein. Und da werde ich... Kennst du die Identität des Arena-Letters? Ja, wenn du sie nicht kennst, obwohl du bei ihm angestellt bist, weiß ich auch nicht. Aber ja, Pokémon Pearl wird als nächstes kommen. Nach Pokémon Blattgrün, da werde ich in der Siegestraße genauer drüber reden. Deswegen, wenn dich das interessiert, schalte da eines oder eine relativ große Ankündigung. In deiner Projektliste steht auch Final Fantasy 10. Weißt du grob, wann es startet? Nein, weiß ich nicht. Final Fantasy 10 ist ein, so wie ich das mitbekommen habe, richtig geil. Aber wann ich es starte, nicht den Hauch einer Ahnung. Wenn du eine Insel kaufen könntest, welche wäre das und warum? Ich kenne mich, was einzelne Inseln angeht, nicht aus, sag ich mal. Von daher ist es schwierig, jetzt genau zu sagen. Also wenn ich eine Insel hätte, wäre das wirklich eine, wo ich Urlaub machen könnte. Also irgendwas in Richtung so Karibik, wo ich zum einen durch den Tourismus viel Geld verdienen könnte. Ich würde keine leerstehende Insel wollen, weil... Ich meine, ich könnte nicht die ganze Zeit da sein, um aufzupassen, dass dort nichts passiert. Und in der Zeit könnte was, was ich dort geschehen. Deswegen schon eine, wo auch Tourismus betrieben wird, wo ich aber trotzdem noch ruhige Flecken habe. Also ich glaube schon irgendwas in der Karibik, wo es warm ist. Wo es aber auch zum einen eben sehr tropisch ist. Wo ich wirklich das Gefühl habe, ich bin in einer Art anderen Welt. Ich glaube, sowas würde ich mir kaufen. Aber welche Insel jetzt genau? Da habe ich keinen im Blick. Was ist für dich das nervigste Element in Pokémon? Keine Orte wie Silph-Co. Ja, gute Frage. Keine Orte wie Silph-Co. Was für mich das nervigste Element in Pokémon ist? Ich meine, ich sage ja immer wieder Sachen, die ich als nervig empfunden habe. Also der größte Kritikpunkt davor war ja wirklich, dass ich keine, oder da, was mich sehr genervt hatte, war das Problem mit den DVs, dass das so auf Glück basiert war und man praktisch zu Pokégenen gezwungen wurde. Das hat man aber verbessert. Und von daher stört mich das jetzt schon mal nicht mehr. Ob es ein wirklich übergeordnetes Element gibt, was mich nervt. Interessant ist, also ich sage ja immer wieder, was mich ein bisschen nervt, ist die Schwierigkeit, dass man da runtergeht immer wieder. Also immer wieder hoch und dann wieder runter. Aber kann man das wirklich... Also, wenn ich es auf einen Nenner bringen müsste, würde ich sagen, dass man das Kindgerechte über das Erlebnis setzt. Und ich meine, ich rede jetzt von Pokémon allgemein, ja? Pokémon Day war awesome und war für alle. Pokémon Kids Tour ist jetzt irgendwie das Neue, wo man nur Zeug für kleine Kinder macht. Dieses ganze Denken, Pokémon ist ja für Kleinkinder zugeschnitten, das nervt mich enorm. Klar, es kann auch Kleinkindern Spaß machen, aber es hat mir auch 1996 Spaß gemacht, wo es noch nicht so war, dass ich das Gefühl hatte, hier war übrigens in Pokémon Rot, Blau und Pokéball, war ganz lustig, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass alles, was ich tue in diesem Spiel, irgendwie nur den einen Zweck hat, nämlich die kleinen Kinder zu amüsieren. Und ein bisschen hat man hier schon das Gefühl, dass da zu viel Wert drauf gelegt wird, dass es immer möglichst alles kindgerecht ist. Und man dann unnötige Zensuren macht, wie zum Beispiel die Spielhalle rausnehmen. Ich meine, klar, die Spielhalle, vor allem, was man dann 10.000 Münzen gebaut hat, war im Prinzip ziemlich lächerlich, weil 10.000 Münzen für TMs, das war gesponnen. Allerdings, das war noch gesponnener, dieses Voltoball 10.000 Münzen zu schaffen, weil keine Ahnung, wie das gehen soll. Und dann verliert man auch noch ständig alles, wenn man irgendwie einen Fehler macht oder so. Oder diese komischen Zensuren in Hot Gold und Soul Silver von wegen dieser Arena ist voller starker Trainer statt voller schöner Frauen und so. Also ich glaube, das nervigste Element ist, was die gesamte Pokémon-Franchise angeht, dieses Kindgerechte.
Weil auch Kinder finden es cool, wenn Sachen spannend sind, wenn Sachen actionreich sind und wenn man nicht einen auf, oh, schöne Ponys, oh, macht. Ich glaube, ihr wisst denn etwa, was ich meine. Weil, ja, es ist trotzdem auch sowas für alle. Und ich glaube, man könnte den Anime auch um einiges cooler machen, wenn man sich da mehr trauen würde. Also, so auf einen Nenner gebracht, würde ich wirklich sagen, das ist es. Das ist das, was mich am meisten von allen nervt. Bevor ich jetzt groß weitermache, weil ich sehe schon, die nächste Frage, die ist fast schon Thema für ein gesamtes Video, kann ich, glaube ich, gerade gleich zur Bewertung der Arena kommen, denn die Arena ist so gut wie fertig und ich bin relativ angetan von ihr. Ich finde, für die letzte Arena ist es gut. Sie ist groß, hat viele Trainer. Also ich habe jetzt gar nicht genau nachgezählt, wie viele es sind, und das ist ein gutes Zeichen. Also ich glaube 1, 2, da unten war dann nochmal einer, 3, 4, 5, dann haben wir den da oben, 6, 7, also so 7 oder vielleicht sogar 8 Trainer gibt's hier. Da kann ich eigentlich nicht mehr erwarten, vor allem für ein erstes Generationsspiel. Manchmal wären vielleicht etwas mehr noch cool gewesen. Aber also ich meine jetzt in anderen Spielen, also dass man mehr als 8 am Ende hat. Aber 8 ist schon eine hohe Zahl und die haben auch Level, die nicht so schlecht sind. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel gegen 5 kämpft, sind die Level dementsprechend niedriger. Das ist ja immer im Spiel so. Die Pokémon wäre jetzt gut, die könnte ein bisschen besser sein, muss ich sagen. Aber was man auch dazu sagen muss, meistens ist es nur so, dass wenn ein Trainer eben mehrere Pokémon hat, dass sich dann Pokémon wiederholen, wie jetzt selber Sandama. Ansonsten, die einzelnen Trainer setzen nicht immer wieder die gleichen Pokémon ein. Und die sind eben auch auf einem relativ starken Level. Ich meine, Boden ist auch ein starker Typ. Das ist auch der ganze Theme dieser Arena. Und ich finde, damit schlagen sie sich dann doch ziemlich gut. Natürlich, eine Sache, die schwierig ist, ist natürlich, wenn man Gestein-Boden-Pokémon hat, da die gleich viermal schwach sind gegen Wasser, sowie Rihorn, der hat eigentlich wenig Chancen. Aber es gibt auch andere Boden-Pokémon. Hier seht ihr auch mal Nicht-Boden-Pokémon. Was einfach daran liegt, dass er erst mit Nidoking Boden wird und der es noch nicht geschafft hat, ihm den Mondstein zu geben, weil ich wahrscheinlich schon alle gefunden habe, die existieren. Das ist... Oder die noch irgendwo rumliegen. Das ist Pech für ihn. Aber auch so komme ich gut gegen Nidoking klar mit Psychokinese. Aber Nidoking speit sich schon cool aus. Also jetzt... Ich sehe ja Nidoking immer nur von der Rückperspektive... Quatsch. Nidoqueen immer nur von der Rückperspektive. Nidoking hat schon Style. Trotzdem habe ich mir mal für Nidoqueen entschieden, einfach weil ich sie noch nie benutzt habe. So, dann danke ich für die Aufmerksamkeit in diesem Part Pokémon Blattgrün, meine lieben Freunde. Moment. Du kannst nur in die Pokémon-Link und uns den Arenenleiter besiegst, das stimmt. Tut mir leid. Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part Pokémon Blattgrün. Danke für Daumen hoch. Und das nächste Mal sehen wir uns hier. Beim Arena-Kampf. Bis dann.